Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute einen Zwiebeltart machen mit einem Ölquarkteig. Ist mal ein bisschen anders, als die anderen das machen, aber ich finde diesen Ölquarkteig, wie wir ihn neulich auch bei den Brötchen gemacht haben, einfach klasse. Der lässt sich verhältnismäßig schnell erstellen, gibt gar nicht so fürchterlich viele Regeln dabei. Das ist simpel und einfach gemacht. Und dann werden wir da eine feine und tolle Zwiebelkomposition obendrauf machen, die super lecker ist. So, ich habe schon mal so ein paar Sachen zusammengeräumt, die wir gleich gebrauchen. Aber vorab möchte ich mich noch einmal bedanken bei allen, die uns abonniert haben und für eure Unterstützung, auch für die Kommentare. Vielen, vielen Dank. Das bestätigt uns für unsere Arbeit. Solltest du noch nicht Abonnent bei uns sein, abonnier uns bitte. Das bringt uns halt auch ein bisschen weiter. Und vielleicht kommen wir irgendwann da rein, dass wir halt auch so ein bisschen Geld verdienen mit den Videos, so dass sich das ein bisschen amortisiert, weil der Aufwand ist schon ziemlich groß. Ich schätze mal, dass ich dieses Jahr ungefähr in Equipment etc. locker 2000 Euro reingesteckt habe. Und wäre toll, wenn so ein bisschen was dadurch zurückkommt, indem ihr uns alle schön abonniert. Dann können wir weitermachen und vielleicht noch die Qualität noch weiter verbessern. So, aber jetzt wollen wir mal aufhören mit der Heulerei hier. Wir wollen anfangen und was tun. Ich habe hier schon mal mir das Mehl zusammen hier reingewogen. Das sind 350 Gramm. Da habe ich zwei Teelöffel Zucker reingetan. Dann habe ich hier noch einen Teelöffel Salz und drei Teelöffel Backpulver. Die tue ich hier schon mal hinein. So, das muss alles schön vermengt werden. Dafür nehme ich mir mal einen Löffel. Vermengen das mal eben. Wunderbar. Klasse. Und dann tue ich da meinen Quark schon mal dazu. Und dann tue ich das gleich in meine Maschine. Und dann kann die schon mal langsam anfangen zu rühren. Und das Öl tun wir dann gleich dazu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in meiner Einkaufsliste. Da gibt es dieses Mal auch schon wieder das komplett runtergeschriebene Rezept zu. Also einfach unten draufklicken, dann geht dieses PDF aus, ausdrucken, dann kannst du es genauso wie ich. Ich habe hier nämlich auch immer meinen Zettel dabei. Dann hast du auch gleich das Rezept und kannst danach arbeiten. Wenn ihr jetzt alle sagt, der backt schon wieder, das ist jetzt so meine Brücke zwischen Backen und deftig rüber wieder zum Kochen. Das nächste Mal kochen wir wieder was Richtiges. So, ich stelle das jetzt rüber in meine Maschine und dann geht das gleich weiter. So, meine Maschine lasse ich jetzt langsam anlaufen. Und die soll dann jetzt hier schon mal langsam anfangen, da einen Teig draus zu machen. Ich tue da gleich noch langsam mein Öl dazu. Und dann haben wir im Grunde schon fast alles für unseren Teig zusammen. Ich gieße da jetzt langsam 70 Milliliter Öl dazu. Und dann lasse ich meinen Quark-Ölteig hier zu Ende rühren. Dann ist er gleich fertig. Und dann können wir den erstmal zur Seite tun. Dann kümmere ich mich um die Auflage. So, mein Teig ist fertig. Den lasse ich jetzt einfach hier so stehen und mache jetzt erstmal gar nichts. Weil ich werde mich jetzt als nächstes erstmal um meine Tartfüllung kümmern. So, für unseren Belag brauchen wir einmal Zwiebeln, ein bisschen Frühlingszwiebel, ein bisschen Knobi. Und dann machen wir uns als. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Bacon oder sowas. Das habe ich auch schon hier liegen. Und dann müssen wir hinterher oben Flüssigkeit drauf tun in Form von Ei und saurer Sahne. Das sind meine beiden kleinen Förmchen, die wir nehmen werden. Ich mache jetzt nicht so eine große Tartform. Ich mache aber das Rezept in der Menge für so eine große 24er Tartform. Steht da auch drauf.
Ich habe mir jetzt 3 weiße, 2 rote und ein bisschen Solo-Knobi zusammengesucht. Und das werde ich jetzt klein schneiden. Und ich werde die Zwiebeln vierteln. Und dann so Viertelteile mir klein schneiden und in der Pfanne dann gleich mit dem Bacon zusammen anbraten. Ich möchte so ein bisschen Textur, finde ich, ist glaube ich ganz geil, wenn es da ist. So, ich war jetzt mal ein bisschen fleißig. Ich habe hier jetzt schon mal unsere Zwiebeln runtergeschnitten. Hier ist mein Speck, den ich gleich brauche. Das ist Frühstücksspeck, Bacon, den habe ich schön klein geschnitten. Den werde ich gleich als erstes anbraten. Hier habe ich so ein bisschen Spring Rolls, also Frühstückszwiebeln. Hier habe ich einen Solo-Knoblauch klein geschnitten. Übrigens noch ein kleiner Tipp, falls ihr noch keinen Hokkaido-Kürbis verarbeitet habt. Wir haben schon mal eine Kürbissuppe gemacht. Das Video findet ihr auch unten bei uns in unserer Mediathek. Als erstes brate ich jetzt mir meinen Speck. Mein Speck ist jetzt so ein bisschen angebraten. Jetzt kann ich meine Zwiebeln dazu tun. Und jetzt kommt mein Solo-Knoblauch und die Spring Rolls auch dazu. Ich mache jetzt mal eben schnell uns schon mal die Eier und die saure Sahne fertig, die hinterher oben drüber gegossen werden. Nicht wundern, dass das so komische Maße sind, die ich hier benutze. Das sind nur 2 so niedliche kleine Formen, die wir gleich benutzen. Das ist nicht so viel, wie wenn ihr das macht. Eine große Form verbraucht viel, viel mehr. Also, ein bisschen Salz. Das kann natürlich ganz ordentlich sein, weil so Milchprodukte natürlich immer ganz gut was auch wegschlucken. Dann ein bisschen was an Kümmel. Wunderbar. Und ein bisschen Pfeffer. Da nehme ich ja immer meinen grobkörnigen von dieser Hamburger Steakhouse-Kette. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen verrühren. Und das kommt hinterher hier oben einfach nur oben drüber. Ich habe mir jetzt so ein bisschen was von unserem Teig genommen. Das, was ich dann nachher übrig habe, da forme ich mir einfach Brötchen raus und schmeiße die halt im Backofen. Und ich werde das hier jetzt einfach nochmal halbieren. Mache da so eine kleine Kugel draus. Und werde mir die jetzt schön ausrollen, sodass die gleich ein bisschen größer ist als meine kleinen Förmchen, die ich habe. So 3-4 mm stark. Hallo, das ist verboten. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Schön entspannt der Teig, kann man klasse jetzt verarbeiten. Da muss ich jetzt gleich mal meine Förmchen ausfetten und dann geht das los. So, meine kleinen Formen, die sind ganz praktisch, weil da kann man den Boden so rausnehmen und dann kriegt man die Tarte da ein bisschen besser raus. Die habe ich mir jetzt schön eingefettet, bin hier gerade so ein bisschen im Stress. So, dann kann ich meinen ersten Teig da auch schon hineintun. Die muss man hier schön eindrücken und schön dafür sorgen, dass die Kanten hier auch schön drin sind. Was dann nachher übersteht, das nehme ich einfach weg. So, das sieht doch richtig gut aus. Jetzt muss ich gleich noch schnell meinen zweiten Teig einmal kurz rollen. Und wir können jetzt auch schon den Backofen Umluft 180 Grad vorheizen, das kommt dann gleich alles so ungefähr hin. So, klasse. Diese Folie, um es nochmal zu sagen, hat sich sehr bewährt. Die ist echt klasse. Guck mal, ohne zu mehlen,
kann ich das da drauf machen. Das ist schon richtig gut. Da klebt es eher an meiner Rolle hier als an dieser Folie. Ich mache euch einen Link unten rein, dann könnt ihr euch die mal bei Amazon angucken. Wenn ihr die da über diesen Link kauft, kriege ich dafür ein paar Cent geschenkt von Amazon. Gibt immer Prozente dann da drauf. So. Ich glaube, ich bin schon wieder groß genug. Ja, klasse. Schön wieder andrücken. Das, was hier übersteht, das nehme ich gleich, schneide ich mir gleich weg. Damit das keine Blasen gibt, muss man das so ein bisschen einstechen. Klasse. So, jetzt tun wir da so ein bisschen was von unseren Zwiebeln rein. Könnt ihr euch ja mal angucken. Also ich habe das jetzt so ein bisschen angebraten. Ja, okay, hier ist auch schon so ein bisschen was am Braunen. Das macht aber gar nichts. Das gibt ja nur Geschmack. Ist ja nur klasse. So, jetzt tun wir das hier oben drauf. Ich kann nicht sehen. Oh, Entschuldigung. Habe ich euch ausgesperrt. Mist. Wollte ich gar nicht. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sehr schön. Genau, das machen wir jetzt hier ein zweites Mal. Mein Ei-saure Sahne-Gemisch kommt da jetzt noch oben drüber. Hälfte, Hälfte. Das verteile ich jetzt gleich noch so ein bisschen. Damit es auch überall rankommt. Der Kümmel ist außerdem absolut wichtig, ne? Damit heute Abend nicht überall die Bettdecken so hoch fliegen. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Aha. Das ist ja lustig. Sehr. Naja, die Zwiebel, ne? Gib deinen Kindern Zwiebeln zu essen und du findest sie im Dunkeln. Genau so ist es. So, das sieht doch jetzt richtig geil aus. Das läuft da jetzt noch unten schön rein. Jetzt muss ich hier nochmal 2-3 Minuten warten, bis mein Backofen soweit ist. Und dann können wir das im Backofen tun. 180 Grad, 20 Minuten. Tibi-Tobi. Sieht geil aus. Klasse. Bin begeistert. Genau. Da. Doch, sieht nur so aus. Sehr schön. So, jetzt habe ich meinen Backofen schon wieder 10 Minuten da offen stehen. Jetzt ist er bestimmt nicht mehr heiß genug. Aber ich tue da schon mal den ersten rein. Und jetzt nochmal zwei. Ja, also wir haben den restlichen Teig genommen und Jörg hat jetzt nochmal ein bisschen Kunst am Bau gemacht, hätte ich beinahe gesagt. Ein bisschen Kunst gemacht. Und hat da nochmal einen Zopf draus gemacht. Ich habe da jetzt nochmal 4 Brötchen draus gemacht. Die werden wir jetzt da gleich noch in den Backofen tun. Und dann haben wir wieder zusätzlich neue, schöne Quark-Ölbrötchen für morgen früh. Es sind 18 Minuten vorbei. Ich nehme mir mal mein Holzbrett und mein Multifunktionswerkzeug. Ich werde noch zu so einem Asia-Koch alles mit einem Spachtel machen. Und dann nehme ich die mir mal raus. Alter. Sieht das gut aus? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Machen wir den mal aus. Beziehungsweise wir lassen den mal an. Weil der Jock hat ja hier noch schön ihre Zöpfe gemacht. Ich habe hier noch 4 Brötchen. Die tun wir da gleich rein. Dann haben wir morgen früh auch wieder schön Brötchen zum Essen. Und jetzt muss ich mir gleich mal kurz überlegen, wie ich die hier aus der Form rauskriege. Dafür lasse ich die aber ein bisschen abkühlen. So, ihr Lieben, dank meiner Kamerafrau sind die jetzt außer Form raus. Die weiß nämlich, wie das am besten ging. Die Formen sind geil. Ich zeige euch das noch mal kurz. Die sind ja mittlerweile jetzt kalt. So, so. Und wenn man das in der Mitte anhebt, dann kommt das halt so raus. Und da haftet nichts drauf. Geil. Klasse. Ja, Link gibt's unten. Ich schneide die jetzt mal durch. Bin selber gespannt,
wie das aussieht, aber ich bin begeistert. Perfekt. Ich habe Hunger. Ich auch. Klasse, ist glühend heiß. Kann ich jetzt nicht probieren. Sollte euch das gefallen haben, dann abonniert uns, gebt uns einen Daumen. Habt ihr Fragen, schreibt es unten rein, ich antworte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines Video. Dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal, wenn wir wieder da sind, anschaltet. Betätigt einfach mal die Glocke, dann kriegt ihr mal schön eine Nachricht, wenn wir das von euch gemacht haben. Ab demnächst gibt es auch ein Patreon-Konto von uns. Das werde ich dann aber noch bekannt geben. Ich bin da am Machen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und tschüss sagen. Tschüss. Und Frank vom footblockhamburg.de. Ciao, ciao.